Samstag Nachmittag, Konafer liegt da lecker und an meiner Seite, was heißt es? Wege zum Glück bedeuten es heute für mich. Hier ist sie, die bezaubernde Hauptdarstellerin Susanne Berghemer. Und sie wird heute mit mir kochen. Einen Applaus, bitteschön. Danke. Und die Susanne hat gerade schon mal ganz frisch geübt. Sie hat nämlich hier schon ein wunderbares Glas Weißwein quer über den Ofen verteilt. Das war, nur um weil doch die Ofen. Luisa M. keinen Wein verträgt. Stimmt. Das ist mal ein Zeichen. Das heißt, du magst das schon von vornherein nicht. Dafür wird sie ein traumhaftes Dessert machen, und zwar eine Grütze mit wunderschönen Früchten, mit ein bisschen Mandellikör, weil du das nicht essen darfst, werde ich essen. Und damit das Ganze auch richtig schön wird, mit einer Eierlikör-Sahne. Ah, ja, aber hallo. So. Und ich werde natürlich auch ein bisschen was kochen. Und zwar habe ich ein wunderbares Rindvieh überredet, mir sein Filet zu geben. Und das werde ich in einer Champagnersoße mit gedämpftem Eisbergsalat und Rosmarinkartoffeln machen. Und da wird Johann aber ganz schön gucken. Doch. So, aber was wäre die Sendung ohne Johann? Ja, unter meiner Seite. Herzlich willkommen, der Mann, der Rodler überhaupt, den es je gegeben hat. Herzlich willkommen aus Bayern, Georg Schorsch Hackl. Servus. Lieber Schorsch, was wirst du heute machen? Wir machen in erster Linie Karottensticks. Genau, mit Spargel. Wir machen Spargel. Wir machen, jetzt pass auf, dass ich nichts verkehrt sage, Maischollenfilets. Maischollenfilets? Maischollen. Die Schollen werden nicht mit Mais gefüttert, sondern die heißen. Okay. Also, wir machen Gemüsesticks mit einer schönen Aioli und Vulkanerschinken. Und wir machen Maischollenfilets gebraten, dazu eine schöne Senfsoße mit Mango und auch Kartoffeln im Ofen gegart. Ja, und wieso sagst du das nicht gleich selber? Okay, bevor wir jetzt die Maischolle machen, begrüße ich erstmal meinen Freund, die beste Zutat der Sendung, Horst Lichter. Hallo, mein Johann. Ah. Okay. Johann. Ja. Ich mache übrigens nachher eine wunderschöne Maisbowle. Maisbowle? Ja, die würde hervorragend zur Maisscholle passen. Johann, bist du eigentlich nervös? Noch 4 Wochen, bis wir beide auf der riesigen Bühne stehen in Bregenz. 5000 Menschen, wenn wir die Karten denn verkauft kriegen, werden da stehen, um dich zu sehen, wie du in Eleganz, in lila Schuhen auf die Bühne schwebst. Und in den Bodensee falle, oder wie? Da werde ich für sorgen. Ja. Also, liebe Zuschauer, am 14., 21. und 28. Juni herzlich willkommen bei uns auf der Seebühne in Bregenz. Wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie zu uns. Wir würden uns freuen, gell? So, und meine Damen und Herren, und zum ersten Mal im deutschen Fernsehen hat Johann Lafer seinen Sohn mitgebracht. Sehen Sie sich die Ähnlichkeit an. So. Ich weiß zwar nichts davon, aber ist ja nicht so schlimm. So. Jetzt Johann, geht's los. Okay. Du machst erstmal die Spargel abschneiden, bitte. Was ist, dass deine Frau nichts davon weiß, Johann. So, also dann fangen wir an, oder? So, du fängst mal an mit der Grütze. Das heißt, hier vorne machst du diesen Kirschsaft. Mit Mandellikör, ja. Schön einkochen, Mark einer Vanilleschote schön dazu, da musst du mir gleich unbedingt zeigen. Ne? Ja. Und tu einfach mal das Glas Weißwein weg, weil das wird mir jetzt langsam zu viel mit dem Wein bei dir. Nee. Pass auf, da kannst du ruhig auf das Holzbrettchen legen. Mhm. Ist schöner, weil das Glasschüsselchen ist zwar sehr hübsch, aber sowas braucht nur Johann. Ich schlitze die Vanilleschote auf. Sehr schön. Und? Guck mal, sieht aus wie eine Schillerlock, als wenn ich sie gebraten hätte. Sieht aus wie dein Bart. Sehr lange gebraten ein bisschen getrocknet. Wie sieht das aus? Wie dein Bart. Also nein, nicht wie dein Bart. Wie ein alter Bart. Nein. Horst. Ja? Ich habe doch dafür gekämpft, dass du mein Traummann wirst, bei Wege zum Glück. Dankeschön. Übrigens, liebe Zuschauer, vielleicht ganz kurz darf ich Ihnen was sagen. Ich bin echt enttäuscht.
Wirklich, ich bin enttäuscht vom Horst, weil ich wollte mich immer mal mit dem Horst selbstständig machen. Und das ist wirklich so, jetzt hat der Ganove, ohne mich zu fragen, sich selbstständig gemacht. Ich muss sagen, ein sensationelles Lokal, sogar mit einer Terrasse. Schauen Sie mal. Hallo, nochmal dasselbe wie vorhin, bitte. Bratwurst, Ketchup, Senf, aber gerne. Mensch, das freut mich aber, dass Ihnen mein Würstchen so lecker schmeckt, ne? Wissen Sie was? Da kriegen Sie aus besonderer Kundentreue mal zwei Stück. Ja, das jetzt. Ist. Das muss schon sein, bitteschön. Ja, sehr nett, danke schön. Und ein Energy Drink, bitte. Gerne. Der harmoniert traumhaft mit dem Würstchen. Bitteschön. Ne? Guten Appetit. Danke, danke. Junge Frau Kaschmann, für dich tun. Sehr lecker. Dankeschön. Was? Ja, Johann. Ja? Was? Ja. Ich weiß Gott, was. Gott. Hast du gerade gesagt, ich verkaufe Ihnen mein Würstchen. Hast du so viel? Hast du so viele? Tja. Also ich finde, du hast es ganz weißt du? Wunderbar gemacht. Dankeschön, weil ich finde auch, mein Würstchen ist... Ist wunderbar angekommen. Ja, wirklich. Und das ganze Team vor allem war so beliebt. Also alle waren neidisch, dass ich heute hierher kommen durfte. Ich soll dich vom Fahrer grüßen, von der Maske, vom Kostüm, von allen. Und aber alle du hast waren jetzt ganz gesagt, begeistert. Nicht vom Pfarrer, oder? Vom Pfarrer auch. Pfarrer. Wir Pfarrer. Brauchen auch einen Pfarrer. Gott sei Dank. Nein, das war ja auch Pfarrer. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich meine, gut, wenn Johann das gemacht hätte. Johann, ist das Öl? Olivenöl, ja. Ja, danke schön. Johann kann mal ins Lanzino kommen. Bitte? In Lanzino, das ist dieses Lokal, was es da bei uns auch gibt, im Wege zum Glück. Ach, da gibt's, ja, da hätte Johann dann gekocht, ne? Weil, also, ich muss schon sagen, so ein Würstchen ist schon das eine ganz andere. Das reicht schon, wow, das kocht ja schon, das ist ja ein irre schneller Herd, den ihr habt. Das reicht schon, ne? Sag mal, ich stell wieder runter. Warum bist du eigentlich hier zu Laferlichter Lecker gekommen? Weil du mich eingeladen hast. Ach so, deswegen, hab ich das vergessen. Ich dachte, du wolltest mal so richtig einen Gourmet-Koch kennenlernen wie meinen Johann, wo du sagst, guck mal da, der Kerl. Nein. Du musst alleine mal gucken da vorne, komm, wie er Kräuter hackt. Ja. Siehst du das? Mit welch einer Liebe. Ist er betet dieses Holzbrett an. Wenn du, ja? Wenn du Pech hast, ja. Dann kannst du jetzt noch mit Wasser schön anrühren, ja? Reicht das an Vanille oder habe ich das schon gut genug ausgekratzt hier? Jetzt Ja, ne? Wir machen jetzt erstmal hier, liebe Zuschauer, diese Kartoffeln. Und zwar, wir machen so Kartoffeln im Ofen. Einfach Kartoffeln, geschält, dann geviertelt, mit Rosmarin bestreuen. Jetzt noch ein bisschen salzen. Was Salz habe ich hier? Salz ist da, so Salz drauf. Und dann schieben wir die in den Ofen rein. Und gleichzeitig für die Sticks haben wir hier eine Hühnerbrühe aufgesetzt und das ist grüner Spargel. Und den Schwarzschuss jetzt hier bitte schön blanchieren, ganz kurz, bissfest, ja? Und dann gleich raus tun in Eiswasser. Der wird nämlich dann später noch im Backteig ausgebacken. So. Das, was wir heute machen, ist das alles für den Spitzensportler optimal? Sticks, Kartoffeln, Scholle, hochwertiges Öl, Kohlehydrate ausreichend durch die Kartoffeln, Gemüse und die Scholle, Eiweiß, die nötige Portion. Der Sportler soll so zwischen 2 und 2,5 Gramm Eiweiß pro Tag pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen und da müssen wir schon ein paar Schollen drauflegen. Ja, muss ich aber essen, ja. Damit die auf meine Ration kommen. Aber wenn man viermal die Wok-WM gewinnt, dann kennt man sich mit der Wok-Tong aus beim Kochen, oder? Ich hab gar nicht gewusst, dass man da kochen reinkommt. Ja, genau. So, jetzt rein damit die Kartoffeln. Du, sag mal, so. George. Mit so einem Bock da, ist das nicht gefährlich? Ich meine, ich habe Johann auch schon mal versucht, da reinzusetzen, aber der wehrt sich wie Sau, sobald ich den Ofen anmache. Ja, das ist ein bisschen Mess, ne? Ja, aber in der Eisbahn, ne? Nicht im Ofen. Ja, oder nimmt man das ohne Fett in den Bock? Das Fett dann unten dran, dass es besser gleitet, weißt du? Was machst du da drunter? Fett. Unten. Das Fett kommt dann unten an den Wok dran, damit es besser gleitet auf der. Aber er schreit jedes Mal, wenn ich das heiß gemacht habe, damit ja, ich dann auch das kann ich mir so vorstellen, ne? Aber es so sieht so süß aus, weil er hat jedes Mal, wenn wir proben, ein ganz rotes Pfötchen, ne? Ja. Aber wie... Johann, möchtest du nicht mal mitmachen bei der Wok-WM? Nee.
Ehrlich nicht? Nächstes Mal soll ich dich nicht mal heimlich da anmelden? Nee. Komm mal her, sofort das Gemüse abschrecken, hier im kaltes Wasser. Pass auf, Johann, dann machen wir das anders. Aber was? Guck mal hier. Ja, Moment, wir machen das anders. Wir melden uns für die Wok-WM. Ja. Und du bist mein Wok, ich setze mich auf dich. Genau. Dann wird's auch nicht so heiß unterwegs. Du musst wohl aufpassen, von den Stecken bleiben, ne? Ja, wenn er sich querlegt. Okay. Jetzt die Karotten, so ganz kleine Karotten, aufblanchieren in der gleichen Brühe mit Salz. Ist da Salz ist da drin? Ich fange mit dem Essen an, merkst du das? Boah, das ist eine Kochsendung hier, ja? Ja. So, der Spargel, guck mal, so sieht schöner Spargel aus hier, Horst. Guck mal, der muss grün sein. Horst, guck mal. Rührt? Ja. So, richtig schön grün. Nee, guck mal hier, das tickt noch wunderbar nach. Kurz abtropfen lassen. Und der wird nachher durch einen Backsteig gezogen, wieder aufgetaucht. Wunderbar. Aber jetzt muss ich das nicht nochmal erhitzen. Also einmal reicht, einmal aufkochen. Und dann noch warm halten oder einfach egal? Ist egal. Nee, da muss ich jetzt abkühlen. Mhm. Also meine Damen und Herren, ganz kurz, damit man hier mal sieht für die Grütze. Und da muss ich sagen, die Susanne ist nicht nur hübsch oder begnadete Schauspielerin, die kann wirklich was. Sie hat diesen Kirschsaft mit diesem herrlichen Mandellikör. Den kann man übrigens vorher auch lange probieren. Der ist klasse. Mit Vanillemark schön aufgekocht und dann mit Speisestärke abgebunden. Und sie hatte Angst, dass es zu dünn ist, aber es liegt ja wunderbar nach. Temperatur weg. Jetzt macht sie unsere Früchte fertig und dann hebst du die nachher vorsichtig da drunter. Ja? Hast du in der Sendung auch schon mal gekocht? Ja, ich bin doch als Luisa Maywald ständig in der Küche, wobei Eva Landmann ist eher die Köchin und ich bin die Schnipplerin. Und Schnippeln habe ich auch schon im Waldorf-Kindergarten. Da muss man ja relativ früh schon selber schnippeln. Du warst in der Waldorfschule? Nein, nur im Kindergarten. Warum hast du das mit der Schule dann nicht geschafft? Ja. Das heißt, du bist vom Kindergarten direkt in die Schauspielschule. Ja, genau. Und wie lange geht der bei der Waldorf-Kindergarten? Ja, genau. Wie lange geht der? Der Kindergarten. Der Lebenskindergarten oder welcher Kindergarten? Der Waldorf-Kindergarten. Bei uns war das immer so 2 Jahre, aber Waldorf ist ja dann 18 Jahre. Da hätte ich Johann auch hinschicken sollen. 3 Jahre oder wie lange jetzt so ein Kindergarten geht. Ja, wie lange geht der? Ja, 3 Jahre, also wann man halt reinkommt. Also ich bin natürlich schon in die Schule gegangen mit 6 Jahren und dann war ich von 3 bis 6 im Kindergarten und da musste man immer schnippeln. Wir haben auch jeden Tag frisches Brot gebacken. Also ich muss sagen, wirklich hier, guck mal hin. Wenn es nichts kostet, dann kocht er 6 Filets. Wenn ich bei ihm eingeladen bin, gibt es nicht einmal ein halbes. Das ist der Wahnsinn. Ja, Johann. Ich koche ja heute fürs Auge, weißt du. Ich möchte hier, dass die Gäste im Studio nachher nach Hause gehen und sagen, also der Lichter, der erzählt ja viel Blödsinn, aber was waren wir satt. So. Und Johann, wenn du nicht ruhig bist, hau ich dir da Blech unter das Auge, das kennst du ja noch, ne? Ich muss nur halbig sagen. Aber heute. Die Gegenwehr verträgst du nicht, das sage ich dir. Dein Sohn. Ich bin auch sehr stark, aber so stark bin ich nicht. Boah, ja, bringt er seinen Sohn mit. Wie du gesagt hast, das sind reine Muskeln. Das können wir nicht. Wir machen jetzt Mayonnaise, ja? Aber du hast eine andere Waffe, du klutscht den bewusst los. Genau. Erstmal Senf rein, genau, Eigelb. Das mache ich. So. Sag mal, soll ich das jetzt noch ausfüllen lassen? Ich komme. Das ist eine schöne Soße jetzt, ja? Eigelb mit Senf verrühren und dann Öl gerade halten und dann Öl einlaufen lassen. Langsam, gell? Genau, langsam. Nimmst nicht zu viel. Und immer schön. Und mehr Gas geben. So. Geht so, komm. Passt es schon. So, jetzt. Ja, geht doch. Geht schon. So, komm. Nein, geht alles. Wir machen das schon, Horst. Der bohrt da durch. Nein. Das ist der Erste, der mit dem Mixer ein Loch in eine Glasschüssel bohrt. Emulgieren, oder? Ja, genau. Emulgieren macht das. Schön schlagen. Ich weiß nicht, warum der so schnell ist mit dem Schlitten. Der Schnee hat Angst vor dem. Der will, dass der möglichst schnell weg ist. So. Karotten schön blanchieren. Okay, wunderschön. Jetzt schalt langsamer und weiter rühren. Ja, mehr Öl noch, mehr Öl. Vorsichtig unterheben. Okay, wunderschön so. Nur weiterschlagen.
schön weiterschlagen. Josh? Josh? Ja, ich hab dich erklärt. Schön weiterschlagen, alles klar. Ja. Der Mann ist konzentriert bei der Arbeit, im Gegensatz zu dir, verstehst du? Ja, so. Wenn man als Kind viel geschlagen wird. Die Logik, von Johann. Die Logik habe ich jetzt nicht verstanden, aber macht nichts. Ja, so. Erinnere dich nur dran, wie wir unser gemeinsames Zimmer bezogen im Hotel. Ja. So. Hast du ihn verschlagen? Oder wer wurde verschlagen? Nein, Johann, mich. Was? Ja. Ja. Warum? Weil ich habe mir einmal ein Stück von der Decke genommen. Und zwar nur das Stück, was am Boden lag, wo ich lag. Und das habe ich aber noch nicht gekannt. Okay, so, ich habe jetzt hier schöne Maischollenfilets. Maischollen. Nein, ja, auf jetzt. Wieder die Zuschauer jetzt endgültig. George, wie heißt das? Maischollenfilets. Warum? Maischollenfilets. Nein. Ne? Hast du so nicht gewusst, oder was? Die werden in jungen Jahren mit Mais großgezogen. Genau. Und die wachsen in diesen Rinnbächen in den Maisfeldern. Da springen die ab und zu hoch. Also die Tiere, die ich normal esse, die werden mit Mais großgezogen. Kann man mit Untertitel haben. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Hast du das verstanden? So, ich habe es auch nicht verstanden. Gut. Ja, das ist schlimm. Ach, oh, guck mal, wie hier, wie lecker das aussieht. So. Da muss ich unbedingt mal erklären. Ich bin völlig begeistert, wie lecker das aussieht. Ich habe hier den Saft einer Zitrone mit 750 Milliliter Sahne. Ja, und 5 Eigelb. Schön einreduziert. Das wird nämlich heute eine kalorienreduzierte Soße. Und die lasse ich jetzt noch ein klein wenig einreduzieren mit Salz und Pfeffer aus der Mühle. Dann stelle ich die beiseite. Und wenn ich jetzt gleich den grünen Pfeffer in der Pfanne, wo ich die Filets angebraten habe, ganz kurz mit Butterschmalz aufschäume, mit Champagner ablösche und dann nachher dieses Cremesöschen da drauf tue. Junge, da will Johann Schlitten fahren mit mir. Ne, Johann? Ja, klar. Sag mal, was heißt denn einreduzieren? Einreduzieren heißt, es wird immer weniger. Das ist wie die Liebe von Johann zu mir. Johann reduziert mich gerade ein. Oh je. Okay, gut. Jetzt höre ich, glaube ich, auf. Weil sonst ist das hier auch ja, so. Sehr schön. Oh, darf man das mal in die Kamera zeigen, wie schön das aussieht? Nee, aber jetzt nicht hier. Da habe ich jetzt Brei gemacht schon. Nee, nicht mehr weiterrühren. Nein, ich probiere mal. Ihr habt die nicht so gut gewaschen auch. Oh. Meine Damen und Herren, jetzt gucken Sie sich das mal an. Mit Kirschsaft, Mandellikörchen, Vanillemark, dann diese wunderbaren Beeren dazu. So, jetzt gucken wir hier. Da kommen jetzt rein in die Mayonnaise. Erstmal kommen rein Zitronenschale. Zitronenschale, was da rein bitte? Ein Reisspei. Bitte? So, das wollen wir alles. Drei, wie haben wir da? Eine gute Reisspei, ja. Da ist es doch, oder? Ja. Ist das, ne? Die falsche. Du kannst probieren, gebe ich dir auch. Wobei, wir können die gar nicht schon so weit fertig machen, wenn du möchtest. Ja. Ja. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ja. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Meine Damen und Herren, für all die Herrschaften, die nicht wissen, wie man eine Eierlikörsahne macht, wir haben so einen wunderbaren Sahnespender genommen. Mhm. Sahne drin. Und jetzt kommt ein kleines Spritzerchen Eierlikör dazu. Also da muss man vorsichtig mit sein, vor allem wenn Kinder wegnehmen. Ja, weil anderthalb Tröpfchen reichen. So. Das kommt erst danach drauf, ne? Und dann schrauben wir das jetzt da drauf. Ich habe Angst, dass es in die Luft geht. Du, das ist mir schon mal passiert, aber da sah Johann sehr schön mit aus. So. Und wir gehen mal rüber zu den anderen. Ein paar Trönchen rein. Und dann musst du warten, bis sie pssst macht. So, jetzt schön anschwitzen für unsere Soße. Hast du das gehört? Mhm. Ja. Jetzt die Patrone abmachen und dabei ist mir letztes Mal dieses kleine Unglück passiert. Diesmal nicht. Noch ein paar Tröpfchen. Darf ich auch mal? Ja. Und dann stellst du in den Kühlschrank. Und dann muss ich nichts mehr machen? Nicht schütteln? Gar nichts? Doch, einmal schütteln kannst du noch. Ich mache übrigens immer zwei Patronen rein. Die erste reicht für einmal kurz die Sahne steif zu kriegen. Und jetzt einmal schütteln. Aha. Und dann können wir beide auch einmal probieren. Und die zweite Patrone, die bringt so viel Druck drauf, dass die Sahne wunderbar fluffig und fluffig ist. Ja, weißt so du, zum so. Reinlegen so. Ja? Ja, ja, so. Ja, bist du mein...
nochmal. Ja. So, jetzt tue ich das in den Kühlschrank, ja? Ja, könnten wir die Sendung mal eben für 2 Stunden unterbrechen. Mir geht's jetzt auf einmal ganz komisch. Johann, bist du neidisch? Ja. Mit Senf kannst du bei ihm ja auch mal probieren. Tu ihm doch mal den Senf auf den Hand drücken, Johann. Bei der Chilischote bitte immer die Kerne vorher rausmachen. Und jetzt? Ja, ja. Sag ich das einmal. Und jetzt lassen wir sie drin, ganz einfach. Ah, warte. Das haben wir gleich. Okay. Da machen wir jetzt weniger rein, dann, ja, weniger rein. Schau her, den größten Haufen Kerne. Genau. Mit dem Finger bitte nicht, das ist jetzt anfassen, ist sehr scharf, das gibst du dazu. Guck mal, erstmal, komm mal her. Der Mann ist Weltmeister, mehrfach Olympiasieger und ist auch Weltmeister im Mayonnaise herstellen. Guck mal hin, schau her. Großartig, oder? Ja, das ist so, oder? Das ist perfekt, so. Jetzt machst du das Chili dazu, dann, das ist ja Zitronen-Thymian, ja? Einfach abzupfen. Guck mal hier, so schön abzupfen. Da. Warte mal, ich muss ganz zuerst noch die Kern draus machen. Ja, und dann alles mischen. Was ist das? Nee. Hast du doch selber gemacht, was? Mann. Ja. Kann ich dir nur sagen, da müsstest du mir erstmal richtige Wurst braten, dafür würde ich auch den Senf essen. Ich komme mit deiner Imbissbude demnächst, dann gibst du einen Senf mit Wurst. Ja, okay. Ist okay, Johann, aber das hast du selber gemacht und du möchtest nicht probieren? Was habe ich selber gemacht? Das hast du selber gemacht, oder nicht? Den Senf? Ja, hast du nicht selber gemacht? Nee. Nee? Nein. Du arbeitest mit gekauften Sachen? Boah, ist der Schacher. So, ich mache auf jeden Fall selber die Soße für die Maischole, ja? Schalotten angeschwitzt in Butter mit Knoblauch, Senf dazu, Fischfond. Und jetzt lassen wir das mal etwas einkochen, bevor wir die Creme Fraiche reingeben, ja? Meine Damen und Herren, darf ich mal ganz kurz zeigen, dass Johann Lafer immer wieder hingeht und mir seine Sachen bei mir abstellt, damit ich ja viel Platz habe zum Arbeiten. Danke, Johann. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein paar. Jetzt machen wir erstmal. Du hast einen schönen Teig. Ja, wir machen jetzt einen Tempura-Teig. Kennst du das? Bayerischer Backteig? Überhaupt nicht gehört. Erklär. Das ist nichts anderes. Würdet ihr bitte ruhig sein, ich muss den Uli anrufen. Nee, warte, ganz kurz. Mehl, nein, Johann, die Kurkuma Verbindung läuft. Und Eiswasser. Ja? Welchen Uli? Katrin. Uli Körber aus Neudorf. Pass auf, der hat eine Frage. So, wer rühr du? Ach, der Uli. Der Uli. Du schützt deine. Ja. Schön, Katrin. Herr Köhler, hier ist Horst Lichter am Telefon. Einen wunderschönen guten Tag. Wenn Sie eine Frage haben, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie mit Johann Lafer sprechen möchten, drücken Sie bitte die 333. Wenn Sie mit Horst Lichter weitersprechen möchten, drücken Sie die 0 und bleiben Sie am Apparat. 0. Hallo Uli, hier ist Horst am Apparat. Ich grüße dich. Hallo. Uli, was darf ich für dich tun? Ich hätte da mal eine kurze Frage. Nein, dass du wegen einer Frage anrufst, habe ich gar nicht mitgerechnet. Natürlich. Ja, Uli, was hast du denn? Beim Braten von Fleisch. Ja, habe ich da mal eine Frage. Wann nimmt man Öl, Butter oder Butterschmalz? Berechtigte Frage. Sehr schöne Frage. Wo hast du den Kack denn her? Das habe ich mir mal ausgedacht. Das hast du schön gedacht. Also, Butterschmalz nimmst du zum Beispiel. Ich muss jetzt auf Johann aufpassen. Wenn der gleich komisch rüberguckt, mache ich wieder was falsch. Also, ich nehme Butterschmalz zum Beispiel, wenn ich so einen schönen Braten anbrate. Weil dieses Butterschmalz gibt einen wunderbaren Geschmack ab, nämlich von Butter. Man kann Butterschmalz auch höher erhitzen als normale Butter. Deswegen nimmt man Butterschmalz und hat diesen Geschmack dabei. Pflanzenöl sollte man nehmen, eigentlich für fast alles. Man sollte nur kein Olivenöl nehmen, weil Olivenöl ist teilweise zu heftig im Geschmack und kann dann auch ranzig und bitter werden. Und normales Butter, ja, die kannst du alles nehmen. Nur nicht zum hart anbraten. Möchtest du jetzt noch einen fachkundigen Urteil haben? Und ich hätte noch eine zweite Hälfte der Frage. Eine zweite Hälfte? Jawohl. Drück mal die 2 gerade. Johann, der hat für dich gedrückt.
Du, der hat wirklich gedrückt. Ja klar, der gedrückt. Hallo, hier ist Johann Lafer, servus. Hallo. Wie verhält sich das mit den Fetten bei Gemüse? Aha. Womit? Bei Gemüse, ja, beim Gemüse. Beim Pflücken, beim Gemüse? Nein, beim Gemüse, ja, da kann man natürlich erst einmal nehmen zum Anbraten, gerade im mediterranen Bereich, Olivenöl, aber auch nicht zu heiß machen. Ansonsten, wenn man Gemüse grundsätzlich warm macht mit Butter, aber niemals zu heiß werden lassen, die Butter, weil sie sonst verbrennt. Ganz aha. Tropfen aber sonst Öl kann man Butter natürlich auch sehr gut nehmen. Und wenn man es ganz heiß machen möchte, zum Beispiel wenn man Artischocken brät, dann kann man auch die Butter vorher klären. Das heißt, man lässt sie so lange kochen, bis oben das ganze die Molke weggeht. Dann schüttet man das in den Kaffeefilter und dann wird in dieser klaren Butter das Gemüse gebraten. Das geht auch. Ah ja. Dann bedanke ich mich. Ja, drück doch nochmal die Null. Null. Nein, jetzt ist alles in Ordnung. Schönen Nachmittag. Ich wollte nur Tschüss sagen. Kochen Sie, also der Horst möchte Tschüss sagen. Ich auch. Tschüss. Deswegen hat er noch Null gedrückt. Tschö. Tschö. Ja? Netter Kerl, ne? Jetzt machst du rein da in diese Soße da noch vorne. Darf ich übrigens ganz kurz zeigen, was die Susanne macht, außer dass ihr denkt, ja, das weiß ich doch, die schneidet Eisbergsalat. Ja, sie schneidet den Eisbergsalat gleich zum Dämpfen. Hast du schon mal Salat warm gegessen? Ja, nur in der asiatischen Küche, oder? Die tun das auch ab und zu. Die machen Salat, glaube ich, auch warm. Johann macht sowieso alles warm. Der nimmt sogar seinen Eisbergsalat vor mit in die Sauna. Aber ich war ein bisschen verwundert auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Du sag mal, jetzt habe ich auch noch eine Frage. Bitte. Also der Uli und ich, also wir hatten, ich habe natürlich auch so eine Frage wie der Uli. Dann müsstest du eigentlich anrufen. Ja, wenn du eine Frage soll ich mal schnell rausgehen und anrufen? Nee, frag jetzt mal aber so. Aber mit dem Olivenöl. Ja. Also stimmt es, dass man das, also man soll das ja nicht so heiß machen, weil es gefährliche Stoffe entwickelt sozusagen. Ja, oder? Bitterstoffe auch. Ja, aber ich habe gehört, auch gesundheitsschädliche, das ist ein Gerücht, oder? Ja, sagen wir mal so, das kommt drauf an, wie viel du davon isst. Wenn du jetzt so ein Liter Olivenöl isst. Nein! Also jedes Fett, was verbrennt, ist ungesund. Jedes also, Fett. Wenn es verbrennt, Johann. Ja, wenn es zu heiß gemacht wird. Ja, ja. Aber ich meine, aber wenn ich was anbrate, schnell, wenn ich was schnell anbrutzeln will, dann muss ich es ja heiß machen. Also wir machen, so. Machen zum Beispiel Folgendes. Wenn wir was Heißes anbraten mit Olivenöl. Danke. Oh, das nehmen ist wir, süß. Ja, ich mag das. Nehmen nicht. Wir ein relativ preiswertes Olivenöl zum Anbraten, dann schüttet man das Öl weg und dann tun wir zum Schluss frisches, ganz tolles Olivenöl oben drüber. Dann hast du den Geschmack, trotzdem hast du mit dem Olivenöl vorher angebraten. Mhm. Also zum Anbraten einfaches nehmen, dann das verstanden? Wegschütten ja, das hab ich verstanden. Und dann Gutes drüber machen. Super, danke. Bitte. Haben Sie das auch verstanden, meine Damen und Herren? Weil dann ist da so ein Applaus für Johann auch schön. Weißt du, dann freut er sich auch. Ja, klar. Ist so. Wir haben eine super schöne Soße hier, guck mal. Eine schöne Aioli. Aioli. Probier. Eine Aioli. Super. Johann, möchtest du noch einen Schnaps haben? Nee. Ich hab dir gleich gesagt, der Schnaps ist nicht zum Probieren. Das ist echt der Knaller, du. So. Selbstgemachte Mayonnaise, Chili, also Kresse, Gartenkresse, Zitronen-Thymian. Noch ein bisschen mehr reinmachen gell, von dem Thymian. Ne? So. Und jetzt werden wir gleich dann das Gemüse auspacken, indem wir hier vorne einen Backteig haben. Das ist also Mehl, Eiswasser und etwas Kurkuma und Salz. Jetzt müssen wir diese Sticks dann auspacken mit Butterschmalz. Mhm. Passt? Passt. Okay, dann tun wir das. Setzen wir noch ein bisschen Knoblauch hinein. Ja, mach noch Knoblauch. Mir würde der Knoblauch schmecken. Da. Mach einer bitte, ja, genau. So, die Soße für die Schollen kocht hier auch. Kocht alles, Johann? Bei mir kocht alles. Wir brauchen noch eine schöne Mango. Susanne, wenn du möchtest, kannst du schon langsam anfangen, die Gläser mal so ein bisschen dekorativ. Mhm. Also gebe ich dir gleich noch einen Tipp, wie du das in die Gläser reinkriegst, ohne die Gläser zu versauen. Oh, ja, das ist. Du weißt, was eine Schande ist, dass man für Champagner Soße in Champagner in die Pfanne tun muss. Ne? Mhm. Wir können ja erstmal anstoßen. Pass auf, ich nehme die Seite, ja? Da gucken sie ganz nett. Ja, die sind neidisch. Ja, ja, die sind neidisch. Da juckt nichts. Ne? Aber jetzt weißt du, warum ich so gerne koche mittlerweile. So. Ich habe gesehen, du hast immer die jungen Damen zu Gast, ne? Ja. Wie machst du das? Also ich meine natürlich mit deinem Charme, du hörst sie vorher, aber...
Mit Charme und Geld. Guck mal. Ein bisschen heißer. Dann machst du so, dass du den einfach hier so reintust. Mhm. Und dann hier durchziehen, gleich den Schneebesen rausmachen. Guck mal, hier mit der Gabel rausziehen jetzt, durch hier. Und dann hier auspacken. Rausnehmen so und hier rein. Ja? Lässt das schön über den Löffel abrollen. So schön ist nichts machen jetzt, gell? Und dann schön rausmachen hier und auf dem Tuch abtropfen lassen. Karotten und Spargel. Ja, du kannst jetzt. Kann ich mit Zweien machen. Du kannst so, wie du lustig bist. Und dann ein bisschen Sahne und dann wieder drauf. Und dann oben die Pistazien. Ja. Guck mal, ich zeige hier vorne noch einmal für die Herrschaften, die es nicht gesehen haben, einen Esslöffel und dann über den Esslöffel schön reintropfen lassen. Das ist wirklich. Weil ich habe schon Gäste hier gehabt, die haben mir was in Gläser gefüllt. Danach, oh Gott. Wieso, dann macht man so und einmal so rum. Das macht man eigentlich nur in Johanns Küche so. Wenn man für sich ist, ne? Wenn man für sich alleine ist, ja. Muss ich das jetzt, geht es so oder geht es ja. So? Ja, pass auf, auch das. Moment. Ich habe noch einen frischen. So, pass mal auf. Nee, nicht so. Wenn du das so machst, dann spritzt die Sahne bis in die erste Reihe. Wenn du das so stellst, ja, und du machst das auch wieder auf den Löffel, damit das schön da reinrutscht. So. Mhm. Und wenn du das Ganze jetzt mit Ei klar machen würdest, was du aufgeschlagen hast, zum Beispiel, also ich muss das Ei erst klar machen. Dann müsste man aufpassen, weil dann würde die Sahne zusammenfallen. Weil wir haben ja noch gut 7 Minuten Zeit bis zum offiziellen Anrichten. Jetzt machst du wieder ein bisschen davon drauf. Du bist aber ganz schön fest geworden. Ja. Das ist wirklich super. Das ist lecker, ne? So, warte mal, jetzt habe ich eine kleine Überraschung für meinen Johann. Moment, ich bin direkt wieder da. Also ich schneide jetzt gerade hier die Mango klein und gebe ich zu den Schollen dazu. Dankeschön, ja? Kind. Leicht oben drüber. Ja, schön. Können wir gerade rein hier? Ja. 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 Jetzt aber. So, Johann. Jetzt musst du abbeißen, Johann. Dankeschön. Man darf mir nichts sagen, ich tu das. Ach, Johann. Wer kann schon sagen, dass er einmal in seinem Leben Johann Lafer vom Handrücken mit der Bratwurst mit Senf gefüttert hat? Keiner. So. Hast du die Wurst selber gemacht? Selbstverständlich, Johann. Ich kannte sogar die Kuh und das Schwein. Oh? Nee, da kannst du ruhig so komplett drauf machen. Ja, klar. Ganz voll. Ganz voll machen und dann, ja, oder mach so, wie du schöner findest. Nee, du hast so ja da schön, vorne noch zwei Gläser. Ist jetzt nicht mehr. Bitte? So richtig ganz schön. So richtig ganz schön ist nicht mehr. Nee. So, ich mache jetzt hier noch so kleine Sticks mit Vulkanerschinken. Ich hätte gleich noch eine schöne Idee für aber dich. Cristini, einwickeln mit dem dünnen Schinken hier. Und Schorsch macht super schöne Sticks da mit Gemüse. Guck mal hier. Oh, die sind Karotten, aber sehr schön. Spargel, sehr wunderbar. Schön. Johann, hast du Salz da? Mhm. Dankeschön, Johann. So. Also, das muss ich wirklich neidlos zugestehen. Schorsch, du machst wirklich sehr schöne Sticks, da gibt es nichts. Ja. Guck dir an, bei mir wehrt sich selbst Johann Salz aus dem Ding rauszukommen. Das ist unglaublich. Ja. Man merkt schon, von wem es kommt. So. Ja, klar. Okay. Oje. Die Soße ist oje eingekocht. Oh ja. Sehr schöne Sticks. Naja. Pass mal auf, ich hab, nee, mach da mal nichts drauf. Ich zeig dir noch mal einen Trick, so, wie man die Sahne
schöner da drauf bekommen. Ich darf nur nicht vergessen, dass mein Essen fertig werden muss. So. Kurz hier rein und dann hast du natürlich die Sahne. Ne? Ziemlich grob. So, wenn du die jetzt mit dem Löffelchen glatt rührst, dann wird die wieder ein bisschen flüssiger, cremiger. Siehst du das? Mhm. Und dann kannst du die nachher schön mit dem Löffel oben drauf machen, wie so eine Nocke. Mhm. Und das sieht dann hübscher aus. Ja, und da drauf so ein ganz kleines bisschen von der Soße. Mhm. Und dann ist das richtig lecker. Ja, das probiere ich jetzt mal. Zur Not können wir auch so viel Eierlikör drauf machen, damit man nicht mehr sieht. Geht auch. So, jetzt alles für meine Soße. Hier habe ich jetzt den Champagner mit grünem Pfeffer in dem Bratenfett von den Filetsteaks schön angebraten. Jetzt kommt das einreduzierte Eigelb mit Sahne und Zitronensaft dazu. Johann scheint das heute gar nicht zu interessieren, was ich hier mache. Hast du Angst, dass das lecker wird, Johann? Ja, klar. So, ja. Für mich kann es keine Steigerung mehr geben. Nach dieser Bratwurst bin ich zufrieden. Also wenn du möchtest, kannst du am Wochenende. Das ist halt aus meiner Pommesbude von Wege zum Glück. Und wenn du möchtest, Johann, am Wochenende suche ich immer noch eine Aushilfe. Dann kommst du ein bisschen helfen. Aber meinst du, was das ein Werbegag? Das würde mir echt helfen da. Ja. Wenn ich dann sagen würde, Samstagnachmittag, Johann Lafer persönlich spritzt Ihnen den Bratwurst. Genau. So. Oh, guck mal hier, die leckeren Rosmarinkartoffelchen. So, jetzt muss ich nur noch unseren Salat dämpfen. Johann, hast du noch eine große Pfanne für mich? Mhm, ja. Da unten. Dankeschön. So. Hier habe ich hier die Schollenfilets. Mit der eingekochten Soße. Mit dem Senf, mit dem Mangostückchen. Etwas gehackter Petersilie. Aber hier kurz garen lassen. Die sind kurz vorher angebraten. Johann, wenn ich dir was sagen darf. Jetzt noch würzen mit Salz und Pfeffer. So richtig hübsch aussehen tut das nicht in der Pfanne. Was? Wieso? Optisch so ganz kleines bisschen. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Sarah Wiener. So, weißt du, so rein optisch. Das sieht schon komisch aus. So. Warum? Ja, so matschig, Johann. Ich weiß nicht. Das sieht so aus, als wenn ich das gemacht hätte. Also sonst machst du optisch das wesentlich schöner. Wenn ich das sagen darf, der Schorsch macht das heute ausgesprochen attraktiv. Und warum du nicht? Du musst nicht antworten, Johann. Schorsch, möchtest du das Rezept von Johann übernehmen? Du musst auch nichts sagen, wenn du nicht willst. Ich hab das schon verstanden, was hier abgeht. Und schon wieder habe ich was von Johann hier stehen. So, guck mal, jetzt habe ich hier die Kartoffeln ausgeholt. Die Kartoffeln im Ofen schön geschmort. So. Hier mit dem Öl, Rosmarin. Guck mal hier. Richtig schöne, leckere Kartoffeln, oder? George, guck mal, da ist doch was Schönes da. Ja, ja. Ja, machen wir ja gleich. So, dann riecht man schön an jetzt. Ja, mache ich, Johann. Aber so was von anrichten. Kann ich dir was helfen? Ja, du kannst die Gläser schon mal, wenn du möchtest, an den Tisch bringen. Ich hole diese wunderschönen kleinen Stückchen Fleisch hier aus dem Backofen. Also ich finde so richtig schön, ist nicht zu voll einfach eigentlich. Ist, also für mein ästhetisches Empfinden ist das ja, das ist so gar nichts. Nee, voller ging ja auch nicht wirklich. Du hast gesagt, ich soll ganz voll machen. Und dann so und dann so. Nee, ist sehr schön. Also, welches wir ist sind unser hier auf Tisch? Der rechten Seite. Dann tue ich da die guten hin. Ja. So, ja. Den Salat habe ich jetzt kurz vorm Anrichten erst angedünstet. In Butter mit ein bisschen fein gehacktem Knoblauch drin. Ah, oh, guck mal da, Johann, du wirst gleich mich ganz neu lieben, wenn du das gegessen hast. Das riecht so lecker mit dem Rosmarin, wirklich. Ja, die Kartoffelchen. So, und jetzt nochmal die Soße kurz aufrühren. Dann kann man die Fleisch. Möchtest du immer rundrühren, ja, damit die wieder zusammen ist? Ja, ich hole mir in der Zwischenzeit das Fleisch. Oh. So. Schön rühren. Also ein schönes Filet hier mit den Kartoffeln.
Dankeschön, Johann, dass du das erwähnst. Also du hast auch ein Filet? Ja, ich habe auch ein Filet. Ja. Gut, alles klar. So, brauchen wir noch Petersilie, jetzt gar nicht über. Da bist du heiß. Nee, nee, mach mal. Meine Damen und Herren. Mm. Oh, wow. Okay. So, und die lassen wir schön Salz liegen. Salz drauf, 14,6. Ah, super. Richtig schön einmal aufhören. Schön hier. Komm, im Löffelchen. Ins Glas. Der wird jetzt ganz schön toll. Heiß. Oh, pass auf. So. Aus, pass mal auf. So. Johann? Ja, bitte. Wie weit bist du? Ich bin fertig. Ich bin auch fertig, Johann. Weißt du warum, Johann? Die Sendung ist vorbei. Und das wäre sonst das erste Mal, dass wir die Sendung nicht fertig kriegen. Wisst ihr, was passiert, wenn die Soße jetzt zu heiß wird? Dann gerinnt sie. Ja. Und dann hättest du ganz schnell rühren fertig müssen, dann wäre es nicht passiert. Mach aber das machen. Ist wunderbar, alles mach ist gut die, mach die Soße in die Soße. Jetzt ist es zu spät. Mach die Soße, mach so. Die Soße da rein. Ein Döckchen. Oh, guck dir das an hier. So. So, meine Damen und Herren, hier ist Zitrone drin, Sahne drin. Und dann kann das gerinnen, gerade durch das Eigelb. Wenn man es zu heiß werden lässt, trennt sich nämlich wieder der Zitronensaft, das ist die Säure von der Sahne, und dann gerinnt es. Man kann das aber wieder aufmontieren. Mit dem Schneebesen ein bisschen kalte Sahne rein, gib mal her ganz kurz. Und dann sieht man, wie das hier wieder eine Bindung bekommt. Siehst du das? Geht wieder weg, man kriegt das wirklich wieder aufmontiert, die Soße. Aber so. Guck mal, trotzdem hier, ist nicht geronnen hier. Angeber! Ja, guck mal, komm mit hin. Bitte schön. Ja. Schade, dass er aber doch so schön auf. Oh. Nora. Meine Damen und Herren. Ich bin völlig begeistert davon, wie Johann serviert. Deswegen hat er auch dafür Angestellte. Nächste Woche Samstag ist übrigens kein laferlicher Lecker, sondern da ist Johann wieder dabei, weil er wird Frauenfußball gespielt. Ja. So. Johann, was? Es war wunderschön mit dir, Hackelschorsch. Aber weißt du was, jetzt müsst ihr fort eintrinken, sonst halte ich das nicht mehr aus. Ja, Susanne, es war ein Traum. Und wir sehen uns nächste Woche nicht, aber dann die Woche. Tschüss, liebe Zuschauer! Dankeschön, Johann! Und nichts runterfallen lassen, ja? Ciao!